Bad Homburg im Jahre 1806. Am Morgen des 11. September wird der Dichter Friedrich Hölderlin von zwei Männern gewaltsam von seinem Wohnort abtransportiert. Von der Landgrafschaft Hessen-Homburg wird er nach Tübingen verschleppt. Zu dieser Zeit eine viertägige Reise. Nah ist und schwer zu fassen der Gott. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Transport muss dramatisch gewesen sein. Das ging ohne Rechtsgrundlage. Auch das wäre damals eigentlich vorgeschrieben gewesen. Das war de facto eine Entführung. Zuvor ist sein engster Freund Isaac von Sinclair des Hochverrats gegen den Landesfürsten angeklagt und in den Kerker geworfen worden. Auch Hölderlin steht auf der Liste der verfolgten Verschwörer. Das war eine Zeit, in der also politische Gegner durchaus auch mal eben einen Kopf kürzer gemacht wurden oder von der Bildfläche verschwunden sind. Er wird sicher mit Todesängsten konfrontiert gewesen sein bei dieser Fahrt. Am 15. September erreicht die Kutsche das Autenriedsche Klinikum in Tübingen. Hölderlin kommt in die psychiatrische Abteilung. Anhand der historischen Akten lassen sich die damals üblichen therapeutischen Maßnahmen rekonstruieren. Da war ja 231 Tage in dieser Behandlung, darüber ist gut Buch geführt worden. Das Behandlungskonzept ist zwar verloren gegangen, aber das Rezeptbüchlein ist ja erhalten geblieben. Hölderlin wird Tollkirsche, Fingerhut, Opium und eine Quecksilberverbindung verabreicht. Nach heutiger Kenntnis ein giftiger Medikamentenmix. Es ist davon auszugehen, dass er im Palisadenzimmer ruhiggestellt wird. Heute würde man sagen, in einer Gummizelle. Der ihn behandelnde Arzt hat eine Gesichtsfixierung erfunden, die seine Patienten davon abhalten soll zu schreien. Die Autenriedsche Maske. Das war damals das moderne Mittel, eine Montur, die den Kopf befestigt und dann noch eine regelrechte Ledermaske darüber, plus in Fällen, wo Menschen dann noch geschrien haben, ein Knebel direkt in den Mund gesteckt, was sicherlich ganz besonders schrecklich ist, weil man dann ja Erstickungsängste bekommt. Seine Behandlung kommt einer Folter gleich. Wie Friedrich Hölderlin sie erlebt haben mag, lässt sich nur erahnen. Das ist jetzt praktisch die Situation, wenn er in der Psychiatrie ist und den Ärzten dagegen übersteht. Ja, krass, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Hölderlin. Werd nachts aus dem Bett geholt, in der Kutsche gezerrt, gewaltsam und stehe an diesen Ärzten gegenüber. Klar hatte ich Angst. Panische Angst sogar. Nach knapp 8 Monaten Behandlung erklärt der Arzt Hölderlins Wahnsinn für unheilbar. Er gibt ihm höchstens noch 3 Jahre zu leben. Mit dieser Prognose überstellt er ihn einer Familie zur Pflege. Friedrich Hölderlin ist 37 Jahre alt, als er in das Haus eines Tübinger Schreinermeisters übersiedelt. Ein Zimmer mit Blick auf den Neckar wird sein letzter Lebensort sein. Heute zählt Friedrich Hölderlin zu den bekanntesten Dichtern weltweit. Hinterlassen hat er ein bahnbrechendes Werk. Nah ist und schwer zu fassen der Gott. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Nah ist und schwer zu fassen, der Gott.
Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Also Hölderlin ist einer von diesen Dichtern, die immer schon in der Zukunft angekommen sind. Der wird auch noch im Jahr 3000 wieder neu zu deuten sein. Selten ist so gedichtet worden. Was da passiert sprachlich, bis heute unerreicht. Was auffällt, ist diese höchst ungewöhnliche Fügung der Sprache. Das hat kein anderer gemacht. Das gibt es in der ganzen deutschen Klassik so nicht. Und es gibt es auch später nicht mehr. Eine Stimme, eine poetische Stimme tritt hervor, die ganz einmalig ist in der deutschen Literaturgeschichte. Er ist Einzelgänger, er ist Irrläufer, er ist Randfigur, der sich absetzt von allen, weil er wirklich etwas schafft, was sich als bahnbrechend für alles Spätere erweist. Hölderlin ist ja auch einer, der wie kein zweiter Dichter in Deutschland von allen politischen Richtungen in Beschlag genommen wurde. Die Rechten, die Linken, die Mittleren, alle haben bei ihm ihre Antworten gesucht und es ist kein Zufall. Viel hat von morgen an, seit ein Gespräch wir sind und hören voneinander, erfahren der Mensch. Bald sind wir aber Gesang. Und der wesentliche Impuls ist, dass es sich hier nicht nur um Gedichte handelt, sondern um gesellschaftspolitische Entwürfe. Diese Gedichte verhandeln im Grunde die Idee einer besseren Gesellschaft, verhandeln die Ideen der Französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, verhandeln die Idee des Humanen. Selbst wo er über Landschaften dichtet, sind diese Landschaften belebt. Es sind alle die Fragestellungen da, wie kann der Mensch da leben? Wie sieht ein menschlich geglücktes Miteinanderleben aus? Wenige Jahre vor seiner Zwangseinweisung in die Psychiatrie unternimmt Hölderlin eine Reise nach Bordeaux, über weite Strecken zu Fuß. Ein Gewaltmarsch in das Ursprungsland der Revolution. Also das ist ein Moment, der sein ganzes Leben bestimmt hat, dieser Moment des Ausbruchs der Französischen Revolution 1789. Dieser große Aufbruch, der versprach, dass alles, wie die Herrschaftsverhältnisse der letzten 100 Jahre waren, auf den Kopf gestellt werden würde. Und damit waren sehr viele Hoffnungen verbunden. Hölderlin hofft, dass nach französischem Vorbild sich auch in seiner schwäbischen Heimat die Herrschaftsverhältnisse von Grund auf erneuern. Er war Anhänger dieser schwäbischen Revolution, schwäbischen Verschwörung und war mit den politischen Aktivisten dieser Zeit sehr gut bekannt und befreundet. Sehr wohl haben sie geplant, die Macht zu stürzen. Und in der damaligen Zeit galt das sicher als eine der ganz großen politischen Aufrühraktionen, die man eben heute mit dem Wort Terrorismus bezeichnen würde. Sein engster Weggefährte sitzt wegen Hochverrats im Kerker. Diesem Schicksal wird Hölderlin entgehen. Ein ärztliches Gutachten bescheinigt ihm Wahnsinn. Die Ermittlungen werden eingestellt. Ihn als verrückt zu erklären, in die Psychiatrie zu verschicken, war vielleicht auch genau für ihn die Lösung, nicht eben im Kerker zu landen, nicht als politisch Radikaler des Landeshochverrats angeklagt zu werden und dann lebenslang womöglich im Gefängnis zu landen. Das Ende des Dichters im Turm über dem Neckar wirft bis heute Fragen auf. Ist es denkbar, dass sich die Ärzte in ihrer Diagnose geirrt haben, dass er gar nicht wahnsinnig war? Dass es hier nur darum ging, einer politischen Verfolgung zu entkommen? Was erzählt sein Werk? Was hat Hölderlin getrieben? Was hat ihn beseelt? Wie lässt sich sein Lebensweg rekonstruieren? Seinen politischen Idealen hat Hölderlin nie abgeschworen. Als Dichter hat er sich immer weiter radikalisiert. Die Frage ist, bis zu welchem Punkt?
Führt sein Leben zwangsläufig in den Tübinger Turm? »36 Jahre. In so einem Zimmer.« Hölderlin sollte nicht 3 Jahre, sondern noch mehr als 3 Jahrzehnte leben, bis zu seinem Tod am 7. Juni 1843, die Hälfte seines Lebens. Warum endete sein Leben in einem Turm? Wer war Friedrich Hölderlin? Das Tal des Neckars, die Schwäbische Alb, die Teck. Landschaften, die Friedrich Hölderlin von klein auf beseelen. In der Natur genießt er eine Freiheit, die dem Kind ansonsten kaum gewährt ist. Es scheint eine ganz besondere Kraft seines Erlebens gewesen zu sein, dass er in einer unschroffen, warmen, vom Himmel begünstigten Landschaft aufgewachsen ist. Und er muss da wieder von seinem eigenen Naturerleben aus das Göttliche, das Belebte ganz einfach dieser Natur gespürt haben. Er besingt sie ja wieder und wieder. In deinen Tälern wachte mein Herz mir auf zum Leben, zum Leben. Deine Wellen umspielten mich. Und all der holden Hügel, die dich, Wanderer, kennen, ist keiner fremd mir. Ist keiner fremd mir. Johann Christian Friedrich Hölderlin kommt am 20. März 1770 als Sohn einer Pfarrerstochter und eines Klosterverwalters in dem Ort Laufen am Neckar auf die Welt. Die zutiefst protestantische Familie ist äußerst standesbewusst und vermögend. Hölderlin ist gerade 2 Jahre alt, als der Vater stirbt. Die Mutter heiratet erneut und die Familie zieht nach Nürtingen, weiter flussaufwärts am Neckar, zwischen Stuttgart und Tübingen gelegen. Hölderlin ist 9 Jahre alt, als auch der Stiefvater stirbt. Hölderlin hat 2 Väter verloren. Und mit seiner Mutter ist er außerordentlich stark in diesem doppelten Verlust verbunden. Ich glaube, das hat das Verhältnis besonders tief, aber auch dramatisch gemacht. Die zweifache Witwe wird nicht wieder heiraten. All ihre Erwartungen projiziert sie auf den ältesten Sohn. Er soll Pfarrer werden, wie seine Vorfahren. Jetzt hat sie einen hochbegabten bis genialen Sohn. Nicht unbedingt ein Geschenk. Ich stelle mir vor, bei aller Liebe, dass es auch sehr schwierig ist, einen genialen Sohn wie diesen Friedrich Hölderlin zu haben, dessen seelischer, künstlerischer, das auch noch, das fremde Element der Kunst in einer solchen Familie, Entwicklung man beobachtet, beäugt, aber vielleicht kaum versteht. Mit 16 wechselt Hölderlin auf die höhere Klosterschule Maulbronn. Zuvor hatte die Mutter vertraglich besiegelt, dass ihr Sohn dem Landesherrn auf Lebenszeit als Pfarrer dienen wird. Im Gegenzug erhält Hölderlin staatliche Stipendien für die besten und strengsten theologischen Ausbildungsstätten des Landes. Das erste Gebet beginnt um 16:45. Weitere Gebete takten den Tag. Der Drill ist enorm.
Ich stelle mir das sehr schrecklich vor. Also Zucht und Ordnung von früh bis spät. Und das, was wir uns heute vorstellen von Erziehung, also Raum für individuelle Freiheit, für das eigene Tempo, eigene Ideen zu entwickeln und die zu verfolgen, das alles hat es genau nicht gegeben, sondern es wurde ein enormes Pensum von denen verlangt und darauf wurde geachtet. Und wer das nicht gebracht hat, flog eben aus diesem Leistungssystem auch raus. Und Hölderlin hat es immer erbracht. Er wusste, er muss im System funktionieren, um auch seiner Mutter keine Schande zu machen, keinen Kummer zu machen. Und gleichzeitig beschreibt er aber, wie ihn das quält. Ja. Den Briefen des Knaben lässt es sich entnehmen. Verzweiflung und Schwermut wechseln ab mit Ausbrüchen wütenden Trotzes. Das ist hier ein kurzes Zitat aus einem Brief von Hölderlin von 1787. Mein Herz, es ist bös. Ich habe Emalen ein Besseres gehabt, aber das haben sie mir genommen. Das finde ich ist ein sehr berührendes Zitat, in dem er eben selber erkennt, welche Schmerzen und welche Verletzungen diese Zeit in den Klosterschulen in ihm ausgelöst haben. Hier halte ich es nimmer aus. Nein, wahrlich, ich muss fort. Man hat auch Belege dafür, dass er melancholisch wegtauchen, stumm werden, in sich selber versinken konnte. Ich glaube, dass beides der Selbsterhaltung dient. Die Abwendung genauso wie das Aufbrausen. Nicht nur in seinen Briefen bringt er zum Ausdruck, was ihn bedrückt und erregt. Auch in manchen seiner ersten Gedichte. In Maulbronn beginnt Friedrich Hölderlin zu schreiben. Es nimmer. Ewig und ewig so die Knabenschritte, wie ein Gekerkerter, die kurzen, vorgemessenen Schritte täglich zu wandeln. Ich duld es nimmer. Ich duld es nimmer. So inständig er die Mutter anfleht, an einen Abbruch der Ausbildung zum evangelischen Pfarrer ist nicht zu denken. Am 14. Juli 1789 erfolgt in Paris der Sturm auf die Bastille. Der Tag Null der französischen Revolution. Ein Monat später sind Feudal- und Leibeigenschaft abgeschafft und die Menschen- und Bürgerrechte erklärt. Die Nachrichten vom 14. Juli hallten wie Donner durch Europa. Natürlich begann man nun in anderen europäischen Ländern, die Ereignisse in Paris intensiv zu verfolgen. Mit Argwohn von Seiten der Regierungen, die Angst hatten, vom Revolutionsvirus angesteckt zu werden, aber mit viel Interesse von Seiten der Bevölkerung, zumindest in aufgeklärten Schichten und ganz besonders in Süddeutschland. Milieux éclairés, et particulièrement en Allemagne du Sud. Alles wird von Grund auf neu bestimmt. Die neue Zeit, der neue Mensch. Hölderlin wird von dieser französischen Revolution geradezu gepackt. Das ist wahrscheinlich das wichtigste Geschehen in seiner Zeit. Dieser Impuls, dass da ein Volk aufsteht und seinen König hinwegfegt, wovon Deutsche in allen Landesteilen oder Kleinstaaten nur träumen konnten, dass hier praktisch Fürstenwillkür zunichte gemacht wird. Das war für ihn das größte innere Erlebnis überhaupt. Ja. Und natürlich der Traum, was wäre, wenn wir das auch machen könnten, wir Deutschen. Insofern war die Französische Revolution seine ureigenste Sache. Im Frühjahr 1792 dringen französische Revolutionstruppen erstmals auf deutsches Territorium vor, das zu dieser Zeit in mehr als 300 selbstständige Fürsten und Königtümer zersplittert ist.
Das ist keinesfalls ein Eroberungskrieg. Im Mai 1790 haben die Franzosen jegliche Art von Eroberungskrieg abgeschworen. Es handelt sich vielmehr um einen Volksbefreiungskrieg. Es geht darum, die Menschen vom Joch ihrer Prinzen und Könige zu befreien und Europa progressiv zu republikanisieren. Den Vormarsch der französischen Truppen begrüßt Hölderlin mit Euphorie. Er schreibt an seine Schwester: Bete für die Franzosen, die Verfechter der menschlichen Rechte. Zu diesem Zeitpunkt ist Friedrich Hölderlin 22 Jahre alt. Seit 4 Jahren bereits lebt er als Theologiestudent im evangelischen Stift in der schwäbischen Universitätsstadt Tübingen. Das Studium im Stift ist das Höchste, was man in Württemberg erreichen kann. Wer hier studiert, gehört zur geistigen Elite. Das Stift untersteht direkt dem Landesherrn. Auch sonst ist der Druck gewaltig. Neben Theologie studiert Hölderlin Philosophie und Philologie. Er ist fasziniert vom Altgriechischen, lernt Hebräisch und Französisch. Unterrichtssprache ist Latein. Die Studenten erwerben tiefe Kenntnisse der Antike. Obwohl Zensur im Land allgegenwärtig ist, lesen sie auch republikanisch gesinnte Philosophen. Die haben Rousseaus Contrat Social gelesen. L'homme est né libre et partout il est dans les fers. Der Mensch ist frei geboren und überall liegt er in Ketten. Das war in den Köpfen. Zeitweise teilt Friedrich Hölderlin eine Stube mit 2 Studenten, die deutsche Geistesgeschichte schreiben werden. Den Philosophen Hegel und Schelling. Ein unglaublicher Glücksfall, dass diese Hochbegabten dort zusammengewürfelt wurden. Das Schicksal, dort herausgerissen aus den Familien, nun in einer 3-Mann-Bude, die zugig war, wo wahrscheinlich die Ratten über die Balken liefen, zusammenleben zu müssen, dann aber auch eine ungeheure geistige Freiheit zu genießen im Austausch. Wenn ein Hölderlin auf einen Hegel trifft, ein Hegel auf einen Hölderlin, dann kapieren die, wen sie vor sich haben, was da gedacht werden kann. Was die 3 Studenten verbindet, ist das Bewusstsein, in einem Moment zu leben, in dem eine neue gesellschaftliche Zukunft plötzlich möglich erscheint. Das Denken, das sich einfühlen, das war hochgradig trainiert und wurde nun vielleicht zum ersten Mal auf diese neue Zeit und ihre Umbrüche angewandt. Gemeinsam formulieren Hegel, Schelling und Hölderlin vielleicht schon hier die Gedanken für das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus. Bis heute gilt es als einer der Schlüsseltexte der deutschen Philosophiegeschichte. Erhalten ist es als Fragment in der Handschrift Hegels. Die erste Idee ist natürlich die Vorstellung von mir selbst als einem absolut freien Wesen. Sie möchten ja eine bessere Menschheit. Sie leben und weben sozusagen für eine bessere Menschheit. Jeder Staat muss freie Menschen als mechanisches Räderwerk behandeln. Und das soll er nicht. Also soll er aufhören. Das ist natürlich ein sehr radikaler Gedanke, denn es geht, wie man ja sieht, in diesem sogenannten ältesten Systemprogramm darum, dass die Freiheit realisiert werden muss. Und das, was in dieser Zeit Staat genannt wird, das wird damit identifiziert, dass es das genaue Gegenteil ist, nämlich Mechanismus. Und aus diesem Grunde soll der Staat aufhören. Gefordert wird die Abschaffung jeglicher Herrschaft. Keine Macht für niemand. Das ist die Vision. Hölderlin verkehrt vermutlich in radikal-revolutionären Studentenkreisen.
Kaum vorstellbar, dass er nach seinem Examen dem Landesherrn in einer schwäbischen Ortschaft als Pfarrer dienen wird. Er will seinen eigenen Weg gehen, obwohl er nicht weiß und nicht wissen kann, wo dieser Weg hinführt. Es ist der Weg der Dichtung. Es ist ein hochindividueller. Es gibt keinen vorgezeichneten, anders als bei Pfarrer, Professor, Beamten. Er hat Talent. Das bestätigen ihm auch erste Erfolge. Bereits in seiner Tübinger Zeit werden Gedichte gedruckt und erregen ungewöhnliche Aufmerksamkeit. Hymne an die Natur, an die Unsterblichkeit, an die Menschheit, an die Freiheit. Dann am süßen, heiß errungenen Ziele, wenn der Ernte großer Tag beginnt, wenn verödet die Tyrannenstühle und Tyrannenknechte Moder sind. Die Tübinger Hymnen lassen euphorischen und revolutionären Pathos erkennen, und Hölderlins Ehrgeiz, sich in der Welt als Dichter zu behaupten und die Zukunft entscheidend mitzubestimmen. Hölderlin hat Dichtung wirklich als eine Art Dienst an der Gesellschaft verstanden. Diese Ideen, diese Keime, diese Veränderung, die durch die Französische Revolution in die Welt, in die Gesellschaft gekommen sind, zu befördern und zu verbreiten. Und das ist natürlich schon ein gewaltiger Anspruch, den er hat, mit der Dichtung die Menschen zu verändern. Und damit beginnen die Schwierigkeiten, nicht? Denn von jetzt ab ist die Frage, ja, wie soll man existieren? Wer bezahlt einem das? Im Alter von 18 abgeschlossen. Eigentlich ist er vertraglich verpflichtet, sich nun auf das Pfarramt vorzubereiten. Eine einzige Möglichkeit gibt es, dem zu entgehen. Eine Stelle als Hauslehrer. Die findet Hölderlin in Waltershausen an der bayerisch-thüringischen Grenze bei einer adligen Familie. Mit hohen Ansprüchen tritt er an seine Aufgabe heran. Er soll Fritz von Kalb erziehen, den schwierigen Sohn des Hauses. Er ist ganz gewiss mit viel Theorie da reingegangen. Und ich denke mal, er hat alles hineingelegt, um diesen Zögling sozusagen zu einem ersten Bürger des von ihm ausgedachten idealen Staates zu machen. Es war in der Zeit überhaupt eben von Rousseau ausgehend ein großes Ideal, Menschen zu erziehen. Und überhaupt war der Gedanke da, dass Menschen erziehbar sind und zum Höheren gehoben werden können, ganze Nationen erzogen werden können. So hochfliegend seine Ideale sind, so schnell führt die Aufgabe den ehrgeizigen Hauslehrer an seine Grenzen. Praktische Probleme waren, dass Fritz onanierte, und es war ein Riesenproblem, auch für Hölderlin ein moralisches Problem, dass er es nicht schaffte, ihm das abzugewöhnen. Und daran schließlich ist die ganze erste Hofmeisterstelle von Hölderlin gescheitert. Hölderlin lebt mondän auf dem Schloss, aber abgeschieden. Er hat Zeit zu schreiben. Er arbeitet Entwürfe zu einem ersten Roman. Und er verzehrt sich nach der Möglichkeit, sich vor den anerkannten Literaten zu beweisen, die zu dieser Zeit im nahen Jena leben. Warum muss ich so arm sein und so viel Interesse haben um den Reichtum meines Geistes? Ich werde nie glücklich sein. Indessen, ich muss wollen und ich will. Ich will zu einem Manne werden. Würdigen Sie mich zuweilen eines aufmerksamen Blicks. Mit diesen Worten wendet er sich an Friedrich Schiller, seinem großen Idol, der Herausgeber der Horen, der wichtigsten Literaturzeitschrift in Deutschland. Schiller war für ihn und nicht nur für ihn das große Paradigma, weil Schiller ihn nämlich im Grunde durch sein Dasein ermutigt hat, den Weg eines Dichters zu gehen. Schiller war der Schwabe, der im Ausland was wurde. Eine
europäische Größe, bald Weltliteratur, dessen Modell beruflich zu existieren für Hölderlin das Nächstliegende war. Schiller traut dem 10 Jahre jüngeren schwäbischen Landsmann einiges zu, wie er in einem Brief an den Verleger Kotter schreibt. Hölderlin hat einen kleinen Roman, Hyperion. Er hat recht viel Genialisches und ich hoffe auch noch einigen Einfluss darauf zu haben. An Talent fehlt es ihm nicht, einmal in der literarischen Welt etwas Rechtes zu werden. Man möchte nur hinzufügen, wenn er auf mich, Friedrich Schiller, hört und sich von mir prägen lässt. Herr Schiller hat Hölderlin an den Horen mitarbeiten lassen, ihm kleine Übersetzungsaufgaben gegeben, seine Sachen gelesen. Hölderlin hat nicht nur Briefe geschrieben, sondern auch seine Texte an Schiller geschickt. Im Januar 1795 bricht Hölderlin seine Tätigkeit als Hauslehrer ab. Auch ihn zieht es nach Jena in Thüringen, der kleinen Universitätsstadt mit dem großen Ruf. Jena in der Zeit vor und um 1800 war wirklich der Ort des intellektuellen Deutschlands. An der Jenaer Universität durfte kantische Philosophie gelehrt werden. Dort waren revolutionär wirksame Philosophen wie Fichte dann auch gerade zu Hölderlins Zeit in der Lehre tätig. Es waren alle dort, die er treffen wollte, Goethe, Schiller, Herder, Schelling, Hegel. Und Hölderlin hatte jetzt das erste Mal die Chance, sich vor diesen Männern geistig zu beweisen. Im Gegensatz zu den anderen deutschen Fürstentümern herrscht in der Universitätsstadt ein liberaler Geist. In Jena kommen die progressivsten Köpfe Deutschlands zusammen. Das war ein Labor von neuen Möglichkeiten, eine Kaderschmiede, eine Denkschmiede, in der auch ein Hölderlin mit seinem ganz speziellen Weltzugang, ja, sich zu Recht etwas erhofft hat. Dort war vieles im Entstehen. Einer der zentralen Treffpunkte, an denen über eine neue Zukunft nachgedacht wird, ist das Haus Friedrich Schillers. Durch ihn findet Hölderlin Zugang zu den prominentesten Denkern seiner Zeit. Eigentlich jeder, der zu der Zeit in Jena war, musste irgendwie sehen, dass Goethe ihn wahrnahm. Entsprechend war natürlich der erste Moment des Kennenlernens mit Goethe bedeutend. Für mich immer eine Episode, die mir so nahe ging, war, wie Hölderlin den Schiller besucht. Und da ist irgendwie ein Herder ganz im Hintergrund. Und Hölderlin verabschiedet sich dann und geht. Und erst hinterher wird ihm zugetragen, wer übrigens dieser Herder im Hintergrund war, das war Goethe. Und da rutscht ihm sozusagen nachträglich das Herz in die Hose. Er merkt, um Gottes Willen, also er hat den großen Goethe übersehen. Der Umgang mit den großen Geistern schüchtert ihn ein. Andererseits erlebt Hölderlin in den Jenaer Kreisen Diskussionen, die ihn aufs Höchste erregen. Fieberhaft verfolgt man die Entwicklungen in Paris, wo sich die Stimmung grundlegend wandelt. In Deutschland haben sie vom Ende des alten Regimes in ihrem eigenen Land geträumt. Vom Erblühen einer Gesellschaft, in der die Menschenrechte gelten, politische Freiheit herrscht, Gleichheit vor dem Gesetz, Sicherheit, Religionsfreiheit, Toleranz. Natürlich hat die Terrorherrschaft das Bild, das man sich von der französischen Revolution gemacht hat, grundlegend gewandelt. Ludwig XVI. Ist hingerichtet worden. Gemäßigtere Revolutionäre werden als Konterrevolutionär verfolgt. Seit der Machtübernahme von Robespierre herrscht in Frankreich blutiger Terror. Die Nachrichten aus Paris schockieren die Gelehrten in Jena zutiefst. Das
offenkundige Thema muss natürlich gewesen sein, die Revolution und vor allem die Art und Weise, wie man in Deutschland weiterverfahren soll. Wie man als Dichter und Denker sich positionieren kann und wie man die politische Sache befördern kann. In Jena befreundet sich Hölderlin mit dem schottischstämmigen Adligen Isaac von Sinclair. Ein 20-jähriger Jurastudent und politischer Aktivist, der auch im Untergrund agiert. Über Sinclair kommt Hölderlin vermutlich mit den politisch radikalen Studentenkreisen in Kontakt, die trotz der blutigen Willkür in Paris an den Zielen der Revolution festhalten. Abschaffung der Fürstentümer, die Gründung einer demokratischen vereinten deutschen Republik. Sinclair hatte für Hölderlin faszinierend tiefere Einblicke. Der war ein Diplomat, zugleich aber auch ein subversiver Mann, der in für Diplomaten eher unzugänglichen Kreisen unterwegs war, in Studentenkneipen, der sich in kleinen revolutionären Zirkeln getummelt hat, der ein regelrechtes Doppelleben führte. Im Mai 1795 gehen die Studenten in Jena auf die Barrikaden. Noch bevor die Unruhen endgültig niedergeschlagen sind, flüchtet Sinclair aus der Stadt, polizeilich von einer Tumultkommission gesucht. Wenige Wochen später verlässt auch Hölderlin völlig unerwartet Jena. Die Motive seiner Flucht sind bis heute ungeklärt. Es ist doch sehr stark zu vermuten, dass durch diese Assoziation mit den anderen wirklich dezidiert politisch aktiven Freunden, die er hatte, eben einfach die Gefahr zu groß war, dass man ihn gleichsam in Sippenhaft nimmt, dass man auch vermutet, zu Recht oder zu Unrecht eben, dass er politisch aktiv war und bestraft werden muss. Bei Schiller löst die überstürzte Abreise Unverständnis aus. Zumal Hölderlin erst kurz zuvor die Zusage für den Druck seines ersten Romans erhält, der bislang nur im Fragment vorliegt. Friedrich Hölderlin muss seinen eigenen Weg finden. Und er muss Geld verdienen. So tritt er im Januar 1796 seine zweite Hauslehrerstelle an, in Frankfurt. Diesmal im Haus eines Bankiers. Der Wechsel aus Jena könnte da, glaube ich, nicht größer sein, aus diesem eben literarischen, revolutionären Umfeld nun nach Frankfurt, das eben damals schon so eine Art eben Finanzstadt gewesen ist. Es fällt Hölderlin nicht leicht, sich in dieser Welt des gerade entstehenden Finanzbürgertums zurechtzufinden, in dem ökonomisches Wachstum das höchste Lebensziel ist und allein der Profit zählt. Die Börsenspekulation und eben das Bankierswesen, man läuft, glaube ich, nicht fehl, wenn man das als eben Beginn des Kapitalismus, wenn man es als den Beginn unserer Zeit versteht. Er arbeitet für den einflussreichen Bankier Jakob Gontard. Dessen Haus zählt zu den prominentesten Adressen der Stadt. Es gleicht einem Palast. Hölderlin im Hause der Familie Gontard war ein Domestik, also war ein Hausangestellter. Und das war immer ein Problem für ihn, weil er sich geistig durchaus dem Hausherrn überlegen fühlte, aber das nicht zeigen durfte. Wie tief seine Verachtung ging, lässt sich einem Brief an die Schwester entnehmen. Könnte ich doch auch nur recht große Augen machen vor der Herrlichkeit der Welt. Ich wäre glücklicher und vielleicht ein ganz erträglicher junger Mensch. So aber kann man mir nicht imponieren, wenn man mir nicht durch Charakter imponiert und durch Genie. In der Gattin seines Arbeitgebers begegnet Hölderlin indes einer Frau, die ihn durch ihren Geist beeindruckt. Suzette Gontard. Hochgebildet, charmant und von einer bezaubernden Natürlichkeit, wie Hölderlin schreibt. Und unglücklich in ihrer Ehe.
Sie muss wunderschön gewesen sein. Das wird von allen beschrieben, die ihr begegnet sind. Und eine strahlende Erscheinung, die ist allgemein bewundert worden. Um dieses Jahr 1800 herum gibt es, glaube ich, noch viel von der natürlichen Spontaneität, auch des Umgangs der Geschlechter miteinander. Die werden sich nach allen Regeln der Kunst, während sie viel zusammensaßen und auch zusammen musiziert haben, die werden sich richtig ineinander verliebt haben. Im Juli 1796 währt der Krieg bereits 4 Jahre. Wieder einmal sind französische Truppen auf dem Vormarsch. Es kommt zu Brandschatzungen und Plünderungen. Der Stadt Frankfurt droht die Belagerung. Jakob Gontard ist gezwungen, seinem Hauslehrer die Familie anzuvertrauen, um sie vor dem Krieg in Sicherheit zu bringen. Die Flucht war tatsächlich ein großes Glück im Unglück. Das hätte besser nicht kommen können für die beiden, denn nun waren sie den Blicken des Ehemanns oder überhaupt auch der Frankfurter Gesellschaft entzogen. Auf dem Weg in das freie Norddeutschland bleiben die Flüchtenden in einem Kurort im Westfälischen hängen. Die kommenden Wochen verbringen sie in Bad Driburg, im Hause eines befreundeten Adligen. Am Fuße des Teutoburger Waldes setzen sich Friedrich Hölderlin und Suzette Gontard über das Kriegsgeschehen hinweg. Und sie setzen sich über Standesgrenzen hinweg. Dieser Sommer gehört ihnen. Es ist eine ewige, fröhliche, heilige Freundschaft mit einem Wesen, das sich recht in dies arme, geist- und ordnungslose Jahrhundert verirrt hat. Mein Schönheitssinn ist nun vor Störung sicher. Er orientiert sich ewig an diesem Madonnenkopfe. Mein Verstand geht in die Schule bei ihr und mein uneinig Gemüt besänftiget, erheitert sich täglich in ihrem genügsamen Frieden. Suzette ist Muse, ist Geliebte, ist Gesprächspartnerin. An ihrer Seite gelingt es dem 26-Jährigen, nach jahrelangen Überarbeitungen den ersten Band des Hyperion zu beenden. Hyperion oder Der Eremit in Griechenland ist Hölderlins einziges vollendetes episches Werk. Eine Verarbeitung seiner persönlichen und politischen Erfahrungen. Es fließt da vor allen Dingen in den Hyperion die große Enttäuschung über die Französische Revolution ein. Euphorisch ist der Held des Romans Hyperion in den Kampf gezogen, der seinem Volk die Freiheit bringen soll. Doch entsetzt wendet sich Hyperion vom Krieg ab, um von seiner Geliebten und Lehrerin Diotima den Auftrag zu erhalten, nach seiner wahren Bestimmung zu suchen. In der Figur der Diotima spiegelt sich Suzette Gontard. Dieser Hyperion wird von Diotima veranlasst, Lehrer seines Volkes zu werden, Erzieher seines Volkes zu werden. Und das ist das, was Hölderlins eigenes Selbstverständnis ist. Diese Briefe, aus denen der Roman dann in der letztendlichen Fassung besteht, sind ein Selbstgespräch. Er versucht selber eben im Schreiben dieses Romans sich Klarheit zu verschaffen über seine philosophischen und literarischen Positionen. Von nun an will Hölderlin, wie der Hyperion seines Romans, als Dichter auf sein Volk einwirken und mit seinen Versen das Gedächtnis an die ursprünglichen Ziele der Revolution wahren. Die Wiederherstellung einer freien und natürlichen Lebenswelt, einer lebendigen Einheit zwischen Mensch und Natur. Eines zu sein mit allem, was lebt. In seliger Selbstvergessenheit wiederzukehren ins All der Natur. Das ist der Gipfel der Gedanken und Freuden. Das ist die heilige Bergeshöhe, der Ort der ewigen Ruhe, wo der Mittag seine Schwüle und der Donner seine Stimme verliert und das kochende Meer der Woge des Kornfelds gleicht. Jeder, der diese wogende Prosa, die eigentlich aber Lyrik ist, mal gelesen hat oder gar laut gelesen hat, ist ja davon irgendwie gefangen. Diese Liebe in der Welt, die umfängt einen ja geradezu, wenn man das liest.
Ich bin überzeugt, dass das Naturerleben Hölderlins der innerste Kern seines Ingeniums ist, seiner Schöpferkraft, seiner künstlerischen Persönlichkeit. Dass er auf eine ganz besondere Art das Belebte der Natur empfinden kann. Er hört und sieht wachsen. Die Möglichkeiten des Menschen, die Möglichkeiten der Gesellschaft, auch die Möglichkeiten der Natur. Mit seinem Hyperion stellt Hölderlin die Frage: Sehen die Menschen nicht, was sie verloren haben? Dass sie sich eine Welt erschaffen haben, die sie von ihren natürlichen Ursprüngen entfremdet hat? In seinem Werk beschwört der Dichter die lebendige Einheit von Mensch und Natur, wie er sie in einer von Göttern belebten Welt der Griechen als selbstverständlich annahm. Nach fast 3 Monaten in Bad Driburg müssen Hölderlin und Suzette nach Frankfurt zurück. Auf ihrer Rückreise besuchen sie das gerade eröffnete Friderizianum, steingewordener Ausdruck der Griechenbegeisterung im ausgehenden 18. Jahrhundert. Für Hölderlin ist diese Begegnung mit der griechischen Götterwelt eine Bestätigung seiner philosophischen Gedanken der Ganzheitlichkeit, wie er sie gemeinsam mit Suzette vielleicht gelebt hat. Zugleich markiert der Aufenthalt in Kassel das Ende eines ungestörten Sommers der Liebe. Hölderlin und Suzette sind wieder in Frankfurt, zurück im Haus des Ehemanns. Fast 2 Jahre können sie ihre Liebe verheimlichen. Im September 1798 kommt es zum Skandal. Hölderlin musste Frankfurt in einem Eklat verlassen. Der Mann von Suzette Gontard hatte dann doch Wind bekommen von dieser Beziehung zwischen den beiden. Und Suzette selbst musste die Kündigung aussprechen, was natürlich für ihn eine große Demütigung war. Dass die Liebe zu Suzette Gontard von Anfang an zum Scheitern verurteilt war, das muss Hölderlin nun aufs Schmerzhafteste bewusst geworden sein. Dieser Rauswurf ist sicherlich ein ganz entscheidender Einschnitt und nicht weniger als eine Katastrophe für Hölderlin gewesen. Das Gefühl von Ohnmacht muss den Vertriebenen beherrscht haben. Und eine kalte Wut auf diese Welt des Profitstrebens. Im 2. Band seines Hyperion stellt Hölderlin alles in Frage, was in seiner Epoche als Fortschritt verstanden wird. Seine Anklage wird besonders bissig, als er Hyperion unter die Deutschen führt. Ich kann kein Volk mehr denken, das zerrissener wäre wie die Deutschen. Handwerker siehst du, aber keine Menschen. Denker, aber keine Menschen. Priester, aber keine Menschen. Herren und Knechte, junge und gesetzte Leute, aber keine Menschen. Von Hölderlin ist ja bekannt, dass er sehr zornig sein konnte, sehr wütend sein konnte. Ja, das hat er da in dem Fall ausgetobt. Barbaren von alters her, durch Fleiß und Wissenschaft und selbst durch Religion barbarischer geworden. Tief unfähig jedes göttlichen Gefühls. Was wirft er den Deutschen vor? Dass sie genau das Gegenteil von dem sind, was er mit seiner Poesie, mit dieser Idee der Ganzheitlichkeit entwickeln wird. Und den Deutschen hält er vor, dass sie Einzelne sind, dass sie kein Gespür haben sozusagen für das Miteinander und für die Gemeinschaft. Also genau das Gegenteil eigentlich realisieren und repräsentieren von dem, was für ihn der Mensch, die Menschheit ist, die werden soll. Und da ist er sehr rigoros mit den eigenen Landsleuten. Das ist eine harte Schelte.
In der deutschen Schelte prangert Hölderlin die Kommerzialisierung der Lebenswelt an, wie sie sich an der Schwelle zum 19. Jahrhundert bereits abzeichnet. Er ist einer der ersten Dichter, der in solcher Schärfe Zivilisationskritik übt, als hätte er Industrialisierung, Finanzkapitalismus und die Folgen vorausgesehen. Nach seiner Vertreibung aus Frankfurt sucht Hölderlin Zuflucht in Bad Homburg, 3 Stunden Gehzeit von Frankfurt entfernt. Er findet Aufnahme bei seinem Freund Isaac von Sinclair, der am Hofe als Diplomat tätig ist. Über 2 Jahre versucht Hölderlin, die Beziehung zu Suzette aufrechtzuerhalten. Heimlich und unter kraftzehrenden Umständen tauschen die beiden Briefe. Zeugnisse einer tiefen und tief verzweifelten Beziehung zweier Menschen, die sich brauchen und nicht zueinander kommen können. Bei einem ihrer letzten heimlichen Treffen, vermutlich im Herbst 1799, überreicht Hölderlin Suzette den 2. Band des Hyperion. Versehen mit der Widmung: Wem sonst als dir? Die zentrale Tragödie in diesem Leben war eine Liebestragödie. Liebe zu einer Frau, mit der er nie hätte zusammenleben können. Der liebende Hölderlin hat sich nie wieder davon erholt. Sieben Jahre währt nun bereits der Krieg, unterbrochen von ergebnislosen Friedensverhandlungen. Längst marschieren die französischen Truppen nicht mehr, um die Werte von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zu verbreiten. Es ist ein Eroberungskrieg, in dem es darum ging, die eroberten Länder finanziell auszubeuten. Zusammen mit seinem Freund Sinclair hatte Hölderlin einen Kongress in Rastatt besucht, wo die Konditionen der Abtretung der besetzten linksrheinischen Gebiete an Frankreich verhandelt wurden. Spätestens zu diesem Zeitpunkt muss Hölderlin begreifen, dass die Franzosen nicht die Republikaner unterstützen, sondern die deutschen Fürsten. Im November 1799 bringt ein Staatsstreich Napoleon an die Macht. Er wird erster Konsul, eine Art von Diktator, wie Hölderlin schreibt. Nun realisiert er wohl endgültig, dass die Franzosen die Freiheitsbestrebungen in seiner Heimat scheitern lassen. Zu Anfang erscheint das Konsulat noch als eine neue Form der französischen Republik. Aber die neue Verfassung des Konsulats beendet das revolutionäre Abenteuer. In dem Moment, in dem aus einem Konsul ein Konsul auf Lebenszeit wird, ist es offensichtlich, dass es mit demokratischen Prinzipien und politischer Freiheit vorbei ist. Am 15. Dezember 1799 erklärt Napoleon die Revolution offiziell für beendet. Napoleons Handeln, das offizielle Einstellen, Beenden der Revolution, ist für ihn sicherlich ein Fanal gewesen, ein politisches. Euphorisch hatte Hölderlin in seiner Jugend den Aufbruch der Menschheit in eine neue Zukunft gefeiert. Und jetzt, nach dem Ende der Revolution, wie wird er sich orientieren? Wozu Dichter in dürftiger Zeit? Wohin denn ich? Es leben die Sterblichen von Lohn und Arbeit, wechselnd in Mühe und Ruh ist alles freudig. Warum schläft denn nimmer nur mir in der Brust der Stachel? Warum schläft denn nimmer nur mir in der Brust der Stachel? Es ist genau die Zeit, in der Hölderlin darüber nachdenkt, dass seine Dichtung lebendiger werden muss. Er will realistischer werden. Er will die Abgründigkeit des Menschen verstehen, auch wenn es ihm noch so weh tut. Und auch wenn er sich der Zerstörung aussetzt, von der er spricht. Er war offenkundig ein hochsensibler und gefährdeter Mensch.
Deswegen hat er sich davor versucht zu schützen. Aber er hat gesehen, er selber und seine Dichtung werden nur wahrer und lebendiger, das ist seine ganze Rede, wenn er sich dem aussetzt. Flucht nach vorn. Im Januar 1801 bricht Hölderlin auf, um seine dritte Hauslehrerstelle anzutreten. Diesmal außerhalb der deutschen Grenzen, in der Schweiz. Wie so oft reist er zu Fuß. Eine Wanderung von 3 Tagen. Sein Ziel ist der Ort Hauptwil im Kanton Thurgau. Hier findet er gute Arbeitsbedingungen und die Zeit zu schreiben und weiter über ein neues Dichtungskonzept nachzudenken. In seiner Jugend hatte er vor allem Hymnen verfasst. Nun sucht Hölderlin nach dichterischen Formen, die ihm mehr ermöglichen, sein eigenes Lebensgefühl zum Ausdruck zu bringen. Göttliches Feuer auch treibet. Bei Tag und bei Nacht. Aufzubrechen. So komm, dass wir das Offene schauen. Dass ein eigenes wir suchen. Dass ein eigenes wir suchen. So weit es auch ist. Göttliches Feuer auch treibet. Bei Tag und bei Nacht aufzubrechen. So komm. Dass wir das Offene schauen. Dass ein eigenes wir suchen. So weit es auch ist. Es muss diesen Prozess der Öffnung geben. Deshalb sind diese Texte sozusagen keine Bilanzen, keine Schlussstriche unter irgendein Geschehen. Sie bleiben offen. Komm ins Offene, Freund. Überhaupt die Idee der Öffnung bei ihm. Das öffnet sich alles. Die Landschaft ist nichts Geschlossenes, sie öffnet sich. Der Himmel ist bei ihm noch offen. Alles ist offen. Das Leben ist offen. Nach nur 3 Monaten in der Schweiz bricht Hölderlin im Frühjahr 1801 überraschend seinen Aufenthalt ab und tritt den Rückweg nach Deutschland an. In euphorischer Stimmung. Er hofft, seine neuesten Dichtungen einem Verleger vorzustellen. Aber es ist nicht nur das. In Deutschland herrscht nach fast 10 Jahren Krieg endlich Frieden. Leicht atmende Lüfte verkünden euch schon. Euch kündet das rauschende Tal und der Boden, der vom Wetter euch dröhnet. Doch Hoffnung rötet die Wangen und vor der Türe des Hauses sitzt Mutter und Kind und schauet den Frieden. Das Gedicht Friedensfeier, eine der späten Hymnen Hölderlins. Als Dichter muss er nun in der Heimat sein. Denn das Ende des Krieges bietet die lang ersehnte Chance, dass sich in Deutschland doch noch eine freie, eine bessere Gesellschaft entwickeln kann. Er besingt den Frieden. Das ist ihm sozusagen wieder etwas Heiliges. Es ist auch das Kostbarste, was es gibt in der Menschheit, Frieden. Und eher seltener, instabiler Zustand. Aber wo er dann sich kurz zeigt, dann muss er gefeiert werden. Das ist wichtig, das begreift er sofort, weil nur im Frieden kann Gesellschaft gedeihen und überhaupt alles. Er lädt diesen Moment für sich so auf, vielleicht auch, weil er hofft, dass die Menschen vielleicht auch begreifen, jetzt beginnt ein neues Zeitalter. Ich glaube an eine künftige Revolution der Gesinnungen und Vorstellungsarten, die alles bisherige schamrot machen wird. Und dazu kann Deutschland vielleicht sehr viel beitragen. Hölderlin sieht Deutschland als den idealen Nährboden für eine tiefgreifende gesellschaftliche Umkehr, für einen grundlegenden politischen Gesinnungswandel. Nicht durch schnellen Umsturz wie in Frankreich, sondern durch kontinuierliche Bildung eines besseren Menschen, dem Zeit gegeben werden muss, zur Freiheit zu reifen. Sich Schritt für Schritt zu ändern, sich auf eine Reform, auf eine Evolution einzulassen, das ist ein langer Weg. Und ich glaube, da hatten Hölderlin, aber auch Hegel, schon ein sehr tiefes Bewusstsein davon, wie der Mensch sich als Ganzes ändern muss. Wissend,
Der Friede braucht noch lange, der echte und wahre Friede. Aber wir müssen beginnen und jetzt beginnen wir. Viel hat von morgen an, seit ein Gespräch wir sind und hören voneinander, erfahren der Mensch. Bald sind wir aber Gesang. Hölderlin vollzieht eine politische Neubestimmung. In seinen Versen und Gesängen bezieht er sich nun verstärkt auf das eigene Vaterland und die eigene historische Gegenwart. Was bleibt, ist sein dringender, zukunftsweisender Ton. Viel hat von morgen an, seit ein Gespräch wir sind und hören voneinander, erfahren der Mensch. Bald sind wir aber Gesang. Das ist wieder die Idee der alten Griechen, nicht? Dass Sprache zum Hymnus, zum Gesang wird. Die ersten auch philosophischen Texte, die wir kennen, sind zum Teil Gesänge. In diesem ursprünglichen Zustand der Sprache. Da will er immer hin. Hölderlin löst sich immer mehr von den üblichen Versformen, experimentiert mit einem freigesetzten Metrum. Er lotet die Grenzen zwischen Sprache und Musik aus und entwickelt seinen unverkennbaren Stil. Nämlich, es reichen die Sterblichen eh an den Abgrund. Also wendet es sich, das Echo, mit diesem. Lang ist die Zeit, es ereignet sich aber das Wahre. Er hat sehr hart und sehr viel an dem Rhythmus gearbeitet. Das spürt man auch an sehr vielen seiner Gedichte. Wie rhythmisiert, wie sprachlich lebendig und musikalisch diese Sprache ist. Er wollte nicht den vorgeformten Reimschemen folgen, sondern er wollte ein lebendiges Dichten, einen lebendigen Atem. Ein enormer Schaffensschub. Hölderlin schreibt von nun an die Gedichte, die vor allem seinen Nachruhm ausmachen werden. Er hat wirklich auch radikal das möglich gemacht, was durch Sprache damals fast nicht möglich war, weil man immer als Dichter daran denken musste, was darf ein Gedicht, was kann ein Gedicht, ist das noch ein Gedicht? Er probiert sie alle aus, die Strophenformen. Das ist vor allen Dingen den damaligen Klassikern sehr zu weit gegangen. Also seine eigenwillige Satzstellung, ja, die war so ungewöhnlich, dass sie viele nur verwirrt hat. Und da wird es dann zum Grenzfall. Das haben dann auch die Zeitgenossen nicht mehr verstanden. So radikal anders diese Gedichte selbst aus heutiger Perspektive noch sind, so weit entziehen sie sich den Konventionen seiner Zeit. Damit isoliert sich Hölderlin vom Literaturbetrieb, der von den Dichterfürsten in Weimar dominiert wird. Und ohne den Zuspruch von Schiller und Goethe ist es schwer, einen Verleger zu finden. Erfolg und Anerkennung hat Hölderlin nicht mehr zu erwarten. Doch er wird seinen eigenen Weg gehen, radikaler denn je. Er will eine neue Sangart hervorbringen, die zukünftige Generationen erreichen soll. Darin sieht er seine Bestimmung. Im April 1801 ist er wieder in Nürtingen. Er ist 31 Jahre alt. Spätestens zu diesem Zeitpunkt muss er sich eingestehen, dass es sehr hart ist, seine Existenz als freier Dichter zu bestreiten. Seine Freunde aus der Studentenzeit haben sich längst eine bürgerliche Existenz aufgebaut. Und er? Der ist eben nicht zum Dozenten wie Schelling und Hegel geworden. Er ist nicht zum Dichterstar geworden, wonach manches in seiner Jugend eigentlich aussah. Darum zieht sich ja auch wirklich so was wie eine dauerhafte Enttäuschung, natürlich auch durch die zweite Lebenshälfte. Zusätzlich kommt aber hier bei Hölderlin dieses Element von
sich selbst dabei irgendwie fremd werdend. Also das Gefühl auch zu haben, und das benennt er ja auch, in die Welt nicht mehr reinzupassen, den Anschluss zu verlieren zu seinen Freunden, zu seiner Familie auch, zu seiner Zeit. Es ist ja nichts in dem bürgerlichen Sinne gelungen. Keine Familiengründung, keine Bindung zu einer Frau. Die Lebensträume waren alle zugrunde gegangen. Er wird isoliert und isoliert sich selbst. Finanziell ist er wieder von der Mutter abhängig, die kaum versteht, warum er in seiner beruflichen Situation kein Pfarramt übernehmen will. Wie verzweifelt muss er sein? Und doch wird er seinen Weg als Dichter kompromisslos weiterverfolgen. Ich bin jetzt voll des Abschieds. Ich habe lange nicht geweint, aber es hat mich bittere Tränen gekostet, da ich mich entschloss, mein Vaterland noch jetzt zu verlassen. Vielleicht auf immer. Denn was habe ich Lieberes auf der Welt? Aber sie können mich nicht brauchen. Wieder tritt Hölderlin die Flucht nach vorne an. Diesmal setzt er alles auf eine neue Existenz in Frankreich. Wieder eine neue Hauslehrerstelle. Im Winter 1801-1802 überquert er die Höhen der Auvergne. Wie immer euphorisiert durch das Versprechen auf einen Neuanfang. Drum, so wandle nur wehrlos fort durchs Leben und fürchte nichts. Oder was könnte denn dich beleidigen, Herz? Was da begegnen, wohin du sollst? Natur kann auch bedrohlich sein, kann gefährden. Der Dichter sucht das existenzielle Abenteuer. Nicht nur ein Alleingang, ein Grenzgang. Er setzt sich dem bewusst aus. Ich vermute stark, dass es ein Selbstexperiment war, einer Entgrenzung der eigenen Person und ihrer Möglichkeiten. Vielleicht sogar ein Verzweiflungsakt. Also solche Vorstellung, dass er auch durch dunkle Täler gehen muss und irgendwann dann aber doch noch in den strahlenden Sonnenschein kommt. Ich denke, die hat Hölderlin gehabt und die hat er weiterhin mit seiner Rolle als Dichter auch verbunden. Ende Januar 1802 erreicht Hölderlin sein Ziel. Bordeaux, in der Region Gironde. Ausgerechnet die Gegend, die in der Zeit der Terrorherrschaft am schlimmsten betroffen war. Vor allem die Girondisten waren als Konterrevolutionäre verfolgt worden. Das Schicksal dieser Männer macht mich oft bitter, hatte Hölderlin damals an einen Freund geschrieben. Er sieht, was die Revolution angerichtet hat gegen Menschen, die nicht auf ihrer Seite waren. Also man hat sozusagen ein Massaker an der eigenen Bevölkerung begangen. Das hat sich Hölderlin nicht entzogen, auch wenn er es nicht in aller Klarheit ausspricht. Aber in Bordeaux sieht Hölderlin mehr als das dunkle Erbe der Revolution. Er ist gerade 2 Monate in der Stadt, als der große Frieden zwischen Frankreich und England geschlossen wird, der auch die englische Seeblockade der französischen Häfen beendet. In Bordeaux öffnet sich Hölderlin eine über den Handel verbundene internationale Welt. Er sah an den Ufern wohl ein sehr geschäftiges Handelstreiben. Schiffe wurden be- und entladen, eine vielfarbige Menschenmenge, neugierige Gaffer, Flaneure und dann natürlich das einfache Volk, die Hafenarbeiter, Träger, die Mehlsäcke und Weinfässer entladen. Sein Arbeitgeber ist der Weinhändler und Hamburger Konsul Daniel Christoph Meyer. Er logiert am Place de Tournai in bester Lage. Hölderlin scheinen die neue Stelle und die neue Stadt zu gefallen.
Also er war gut aufgehoben, konnte sich in der französischen Sprache bewegen. Vielleicht war das für ihn auch mal schön. Und dann die Nähe des Meeres. In seinem Gedicht Andenken findet sich eine heiter wehmütige Erinnerung an diese Zeit und an eine Landschaft, die Hölderlin tief beeindruckt haben muss. Dort an der luftigen Spitz, an Traubenbergen, wo herab die Dordogne kommt und zusammen mit der prächtigen Garonne meerbreit ausgehet der Strom. Das ist erstaunlich eigentlich, das Gedicht. Dadurch, dass wir nicht viel wissen über seine Zeit in Bordeaux, sind wir auf so einen Text angewiesen. Und der ist so ganz licht und versöhnlich. Und das wundert einen eigentlich, weil man denkt, er müsse doch in der Situation, wo er so zerrissen war, müsse er doch eigentlich da vielleicht keine gute Zeit gehabt haben. Dort an der luftigen Spitz, an Traubenbergen, wo herab die Dordogne kommt. Die Dordogne? Zusammen mit der prächtigen Garonne, meerbreit, ausgeht der Strom. Er beschwört den Nordostwind, beschreibt den Zusammenfluss von Garonne und Gironde und die Mündung, evoziert den Mythos Atlantik, der zweifellos besonders die Poeten hat träumen lassen. Die Hymne Andenken öffnet sich über den Strom hinaus in den Atlantik, hinaus in die Welt. Die Fremde ist Hölderlin so unverzichtbar wie das heimatlich Vertraute. Er denkt über diesen Kontinent hinaus. Das hat viel mit diesem Zeitalter zu tun, in dem die Kontinente endgültig erkundet werden und Nachricht hereinkommt von den äußersten Enden Südamerikas und Asiens. Und insofern hat er vermutlich schon eine Idee, wir würden heute sagen, der Globalisierung. Hölderlin nennt das Fremde heilig. Und das Heilige ist wiederum das Unbekannte, das wir aber kennen sollten, das wir uns zugänglich machen sollten. Ein allzu enges Vaterland ist gefährlich, sagt er auch an einer Stelle. Und diese Ausweitung des Horizonts hat auch mit der politischen Zeiterfahrung zu tun. Dass es Universalien gibt, wie die Menschenrechte zum Beispiel. Und etwas Weltgeschichte ist, also die ganze Menschheit betrifft und berührt. Wir sind ja alle aufeinander angewiesen. Wie wir jetzt erst recht erfahren durch die Wirtschaft. Wir sind jetzt eine endgültig globalisierte Menschheit, wo keiner sich auf dem Rücken der anderen auch ausruhen darf. Dieser Humanismus, der blitzt bei ihm schon überall auf. Es nehmet aber und gibt Gedächtnis die See. Und die Lieb auch heftet fleißig die Augen. Was bleibet aber, stiften die Dichter. Der Stachel. Nach nur 4 Monaten verlässt Hölderlin das Haus des Konsuls. Über die Gründe seiner Rückreise kann die Nachwelt nur rätseln. Es mag zu Differenzen mit seinem Arbeitgeber gekommen sein. Er mag erfahren haben, dass seine einstige Geliebte Suzette Gontard in Frankfurt schwer krank ist, womöglich im Sterben liegt. Gesichert ist, am 10. Mai 1802 lässt Hölderlin sich einen Pass von Bordeaux nach Straßburg ausstellen. Wieder ist er über weite Strecken zu Fuß unterwegs. Ich glaube, dass in ihm langsam aber sicher das Bewusstsein aufgekeimt ist, dass er auf seine Schlussstrecke kommt. Und dass er das wusste oder ahnte und Frankreich der Höhepunkt dieser Entwicklung war, dass er sich die Konsequenz, diesen Weg zu gehen, aber abverlangt hat. Dass er zugleich aber noch mal einen neuen Auftrag gehört hat, ins letzte Stadium seiner dichterischen Arbeit zu gehen.
jetzt nicht auszuweichen. Auch nicht mehr zu fragen, ob er überhaupt was zu Ende bringt. Noch die letzte Radikalität, das war ja immer so protestantisch radikal. Dieses manische Wandern dann, oder Umherlaufen, kennt man ja als Vorgeschichte oft der Psychose. Es geht ja dann dem sogenannten Ausbruch voraus. Bordeaux, Paris, Straßburg. Es ist belegt, dass Hölderlin am 7. Juni 1802 die Rheinbrücke bei Kehl überquert. Nach noch einmal zwei Wochen ist er zurück in seine Heimat. In angeblich so verwahrlostem und verwirrtem Zustand, dass Freunde ihn kaum wiedererkennen. Wir haben schockierende Zeugnisse, dass Hölderlin völlig abgerissen, nervös, geängstigt, verdreckt wieder in Deutschland ankam, fast unnahbar war, aggressiv. Er kehrt dann komplett als Veränderter wieder ins Elternhaus zur Mutter. Er ist dann ist nicht mehr dasselbe. Wohl im Juli erreicht ihn die Nachricht vom Tod Suzette Gontards. Hölderlin zieht sich zurück, schließt sich ein. Wochen, Monate. Spricht kaum mit jemandem. Seine Verfassung muss erschreckend gewesen sein. Aber er schreibt. Die Arbeit wird von der Mutter auch gegenüber anderen so beschrieben, dass er viele Nächte auch mit der Überarbeitung seiner großen Werke, Gedichte, Gesänge, Hymnen zugebracht hat und sich gar nicht geschont hat. Und das war erfolgreiches Arbeiten. Also die Revolution ist gescheitert, die Liebe ist gescheitert, die Hoflehrerstellen sind rein praktisch gescheitert, er ist da relativ allein halt. Was kann er daraus machen? Und daraus entwickelt sich tatsächlich eine wirklich neue poetische Konzeption. Wie in allen seinen Krisen spiegelt sich Hölderlins seelischer Zustand literarisch. In seinem Werk setzen sich zunehmend Begriffe wie einsam, kalt, klanglos, sprachlos und eisern durch. Es ist genau die Zeit, in der es plötzlich kühl wird um ihn. Er merkt quasi in allem den Umschwung. Auch gleichsam in der Natur. Die Kälte bricht ein. Es klirrt. Er zieht auf einmal Bilanz, Hälfte des Lebens. Das ist ganz konkret gemeint, nicht? Weh mir, wo nehme ich, wenn es Winter ist, die Blumen und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde? Hälfte des Lebens ist eines von 9 Gedichten, die Hölderlin selbst als Nachtgesänge bezeichnet. Er schreibt es wohl im Jahre 1803, im Alter von 33 Jahren. Man hatte damals, glaube ich, die Vorstellung, mit 33 ist etwa die Hälfte erreicht. Man ist so hoch geklettert und von jetzt ab wird man endlos in die Tiefe stürzen. Auch das ist atemberaubend, wie er selber sozusagen sein Schicksal wahrnimmt und dann auch schon vorwegnimmt, das Kommende. Ein sehr privater Text auch quasi für sein Leben ein wenig ein prophetischer Text. Das ist entstanden in der Hälfte seines Lebens. Und danach kam die zweite Hälfte im Turm. Weh mir, wo nehm ich, wenn es Winter ist, die Blumen und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde? Die Mauern stehen sprachlos und kalt. Im Winde klirren die Fahnen. Dieses Gedicht ist eines, wo er noch einmal geschafft hat, alle Kräfte zusammenzunehmen und einen Text zu schreiben, der einerseits schon völlig modern ist, er ist freirhythmisch und er ist aber noch syntaktisch intakt. Und danach bricht es auseinander. Wieder Isaac von Sinclair. Am 19. Juni 1804 holt der Freund Hölderlin in Nürtingen ab. Er verschafft ihm eine gut dotierte Stelle als Bibliothekar im Schloss zu Bad Homburg.
Hölderlins seelisch desolater Zustand sollte sich nicht verbessern. Aber in Bad Homburg kann er ohne finanziellen Druck schriftstellerisch arbeiten. Er hat, glaube ich, in Homburg eine Werkübersicht gemacht, was ich bisher geschrieben habe, was ich noch tun sollte. Klingt so ein bisschen wie eine Selbstbilanz. Ich glaube wirklich, dass er noch einmal sehen wollte, wer er bisher war und was er vielleicht noch leisten kann. Es ist eine Sammlung handschriftlicher Gedichte von Entwürfen und Fragmenten, das Homburger Folioheft, 23 beidseitig beschriebene Doppelblätter. Es gewährt einen konkreten Einblick in das Schaffen des Dichters während dieser Jahre. Nur wenige Gedichte im Heft sind abgeschlossen, darunter die Hymne Patmos. Nah ist und schwer zu fassen, der Gott. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Im Finstern wohnen die Adler und furchtlos gehen die Söhne der Alpen über den Abgrund weg auf leicht gebauten Brücken. Meine These zu dieser ungeheuerlichen Phase ab 1802, wo sich sein Schreiben verändert, wo er in einer völlig neuen Form und exaltierten und eben atemberaubenden Form zu dichten, zu schreiben beginnt, denke ich, hängt zusammen mit einem Bewusstsein, nicht mehr viel Zeit zu haben. Dass der Duktus ja auch immer kürzer, gedrängter, verdichteter wird. Wie er die Sprache bricht, wie er Fragen einbaut, seine Übergänge schafft, eine ganz neue Art von Lesen auch vorbereitet. Es hat ja fast noch mal 100 Jahre gedauert, bis diese Dichtung als Dichtung erkennbar war. Reh, der Fels ist zu Weidegut, das Trockene zu Trank, das Nasse aber zu Speise. Will einer wohnen, so sei es an Treppen, und wo ein Häuslein hinabhängt, am Wasser halte dich auf. Und was du hast, ist Atem zu holen. Hölderlin schafft nie dagewesene suggestive Sprachbilder, nimmt sich dabei die Freiheit zu immer neuen Entwürfen, überarbeitet Werke, die er längst abgeliefert hat. Aus heutiger Sicht ist das der Durchbruch zur Moderne. Weil er eben einfach auch, und damit ist er eminent modern, sich zum Fragment bekennt, nicht mehr abschließen muss, nicht mehr abschließen will, nicht mehr die korrekte, geschlossene Form herstellen will, sondern das Zerbrochene auch stehen lassen kann, ganz einfach, weil eben auch etwas zerbrochen ist in seiner Wahrnehmung. Findlingen gleich. Des Frühlings, wenn im warmen Grunde des Haines wiederkehrend fremde Fittiche ausruhend in Einsamkeit und an Palmtagsstauden wohlduftend mit Sommervögeln zusammenkommen die Bienen. Und deinen Alpen von Gott geteilt. Ja, die Echos waren immer noch in seinem Kopf. Es gab ja so Phasen, wo er geradezu auch manisch dann schreibt, alles in relativ kurzer Zeit niederschreiben muss, es muss raus, weil schon wieder das nächste drängt. Das wollte er, also das war sein Ziel auch, in so eine Lebensform reinzukommen, also in diese ekstatischen, besonderen Zustände beim Dichten, also in so eine Art nüchternen Rausch, das heilig-nüchterne. Süß ist's zu irren in heiliger Wildnis und an der Wölfin Euter. O guter Geist der Wasser,
die durchs heimatliche Land mir irren. Im Frühjahr 1805 verschlechtert sich sein seelischer Zustand dramatisch. Zudem kommt es zu einem für Hölderlin zutiefst bedrohlichen Ereignis. Hölderlin nimmt zusammen mit dem noch immer republikanisch gesinnten Isaac von Sinclair an einem konspirativen Treffen teil, bei dem angeblich ein Attentat auf den Kurfürsten geplant wird. Das Treffen wird verraten. Sinclair unter Anklage auf Hochverrat in den Kerker geworfen. Hölderlin weiß, auch er steht auf der Liste der gesuchten Verschwörer. Dass Sinclair verhaftet wurde, hat ihn natürlich entsetzt. Er wollte nicht dazugehören und keiner von denen sein, die morgen vielleicht im Gefängnis landen. Und der Ausruf, ich will kein Jakobiner sein, spricht ja dafür, dass er Angst hatte vor politischen oder strafrechtlichen Konsequenzen. Lautstark soll Hölderlin in den Straßen Bad Homburg seiner republikanischen Gesinnung abgeschworen haben. Der Landgraf versucht, den Dichter zu schützen. Ein wohlwollendes medizinisches Gutachten bestätigt, dass sein Wahnsinn in Raserei übergegangen ist. Dies verhindert weitere Ermittlungen. Hölderlin entgeht einer Verhaftung, nicht aber seinem Abtransport. Nah ist und schwer zu fassen der Gott. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auf. Das wird keiner entscheiden können, ob Hölderlin zu dem Zeitpunkt noch politische Ängste hatte. Ich glaube, dass sein Zustand so schon schlimm genug war und dass er wusste, egal an welche Macht, dass er ausgeliefert ist und ausgeliefert wird. Am 15. September 1806 wird Hölderlin in die psychiatrische Abteilung der Klinik in Tübingen gebracht. Nach 231 Tagen wird er entlassen mit der Prognose, höchstens noch 3 Jahre zu leben. Er kommt zur Pflege in die Familie des Tübinger Schreiners Zimmer und findet dort fürsorgliche Aufnahme. Dieses Ende im Turm ist ja eigentlich ein glückliches, ist ein Happy End, denn er landet nicht im Kerker, er landet nicht in irgendeiner Irrenanstalt angekettet, er landet in einer liebevollen Umgebung, diese Familie, die ihn pflegt. Nicht 3 Jahre, sondern mehr als 3 Jahrzehnte lebt Friedrich Hölderlin im Tübinger Turm, die Hälfte seines Lebens. Den Berichten der Familie Zimmer ist zu entnehmen, dass er im Laufe der Jahre ruhiger geworden ist. Ich glaube, dass Hölderlin seine Situation weitgehend verstanden hat. Dass er verstanden hat, hier kein Gefangener zu sein. Es war auch ein Schutzraum, wo er vor anderen und vor sich bewahrt werden konnte. Trotz allen beruflichen Misserfolgs, trotz aller persönlichen und politischen Erschütterungen, Hölderlin hat an seiner Vision festgehalten. Er wollte Wegbereiter sein. Er wollte Dichter sein. Unbedingt. Auch wenn dieser Lebensweg ihn am Ende in die Isolation führt. Man muss verteidigen, was Hölderlin da getan hat. Der Kern muss bleiben. Das ist ein Dichtungsprojekt mit dem allerhöchsten Lebensrisiko. 36 Jahre verbringt Hölderlin in seinem Zimmer im Turm über dem Neckar. Gedichte, die er vor seiner Verbringung nach Tübingen verfasst hat, weiß er als sein Werk zu identifizieren. Aber er weigert sich, noch Hölderlin zu sein. Seine Rolle ist nun eine andere. Und die spielt er bis zum Ende. Die kenne ich. Die sind schon von mir, die Gedichte. Aber Hölderlin bin ich nicht. So habe ich nie geheißen.